sind die lächerlichsten und unnötigsten Tode, die es gibt. So, willkommen zurück zu SM74 und ja, erstmal gucken. Ich glaube, ja genau, Welt 1 wollte ich jetzt mal beenden und auch generell alle Welten hier in der ersten Oberwelt. Also überall, wo uns jetzt noch ein Stern fehlt, da wir jetzt alle Kappenschalter haben. Der Observationstower, aber hier fehlt uns ja auch die 100 Münzen, die wir jetzt auch gleich machen werden. Weil ich ja aus irgendeinem Grund den blauen Münzschalter im ersten Part nicht gefunden habe. Oder einfach nicht dran gedacht habe. So, ja. Und zwar ist hier, was ich weiß, glaube ich, normalerweise ein blauer Münzschalter irgendwo. Ja, hier in der Ecke sind nämlich versteckt. Hier kommen die. Und mit denen geht sich dann natürlich easy aus. Ist klar. Nehmen wir die Red Coin einfach auch mit. Weil wir die wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht hätten, aber schaden kann es sicher nicht. Wandsprung oder so? Also, irgendwie renne ich heute an allem vorbei. So, du gibst mir auch noch deine 5 Münzen. Dann holen wir uns noch die Red Coin hier unter Wasser. Oder wir holen sie nicht, weil die Kamera nicht mitspielt. So, 61. Perfekte Gumballandung. Hier war glaube ich noch eine Münze, genau. Musste das jetzt sein? Musste das jetzt ernsthaft sein? Danke.
Ja, da wären sogar auch Münzen gewesen. Secret of the Sky. Das wird jetzt wahrscheinlich da oben sein. Bei den anderen zwei. Plattformen da oben. Und sorry, dass ich heute etwas, ja, vielleicht etwas übermüdet klingt. Ich bin gerade eben was aufgestanden. Falls man das merkt. Versuch's bestmöglichst irgendwie zu vermeiden. So, perfekt. Damit haben wir die erste Welt, die zweite Welt, die dritte Welt, dann geht's in die vierte System of Town, die ist jetzt in der zweiten Oberwelt. Dann machen wir zuerst die Stalagmitenwelt und die siebte Welt, weil Welt 4 ist ja erst in der zweiten Oberwelt. Dann können wir jetzt auf jeden Fall den Stein hier machen, wo wir die Kappen kombinieren müssen. Wenn das Level mich will. Cap Combination. Warum man diese Red kann, die sieht man einfach gar nicht. So, zuerst die hier und dann die Flugkappe, weil dann hält die nämlich länger. Danke Kamera, ich habe vergessen sie umzustellen. Könntest du auch geradeaus springen oder ist das zu viel verlangt? Also das Problem liegt nicht daran, dass mir die Kappe ausgeht. Wahrscheinlich springe ich zu weit. Wahrscheinlich springe ich zu weit. Ich dachte eher, dass ich zu kurz springe. Easy. So, Cap Combination. Dann gehen wir jetzt in die Eiswelt.
Ice Crystal Tower Rematch with King Wom. Jo, glaub's auch, Kumpel. Ah, das war ein eher schwieriges Level. Könnte es sein, dass ich hier wahrscheinlich ein bisschen mit Safe-Sets arbeiten werde. Einfach weil ich selbst gesagt habe, dass ich den Hack hier nicht unbedingt zu 100% ohne Safe-Set spielen will. Und ich habe ja auch schon welche verwendet. Aber ich will halt auch nicht zu viel Safe-Staten. Hier machen wir mal zum Beispiel einmal, das ist mir dann doch zu unsicher. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob das überhaupt was bringt, die Kiste hier. Ein Stern? Im Ernst? Waters of Pain. Okay. Ich habe jetzt mit viel gerechnet, aber nicht, dass da ein Stern ist. Vor allem, wenn ich gerade auf 100 Münzkurs bin. Aber gut. Jetzt werde ich auch nicht den Safe State unnötigerweise laden. Die 21 Münzen, die ich hatte oder so, die 30 waren es, glaube ich, kriegt man eh ziemlich schnell wieder. Das war jetzt etwas risky, aber hat Gott sei Dank funktioniert. Das auch mit einer falschen Kamera. So, hier haben wir einen Stern. Und da haben wir eine rote Münze. Und da haben wir auch eine rote Münze. Die ist fies. Hauptsache ich habe die Coin. Wohin? Hier weiter, okay. So, hier Münzen.
66 Münzen. Hier hinten das wieder. So versteckt oder so? Nee. Gut. Dann ab hier wird's etwas schwierig daher. Genau, will mir das etwas zu unsicher. Ich kenne mich hier. Wo kommst du her? Chill mal. So. Perfekt. Da hinten war nämlich die letzte rote Münze, dann haben wir nicht mal eine übersehen oder so. Das ist ja mal sehr toll. So, einfach nur. Um hier keine Dummheiten zu machen. Hey. Beide Sterne. Perfekt. Frozen Red Coins. Sehr schön. Dann könnten wir jetzt theoretisch gleich das Rematch machen gegen König Wump. Weil für solche Fälle brauchen wir jetzt nicht unbedingt Safeties. Ist mir nur etwas zu unsicher, da jedes Mal wieder hochzurennen. Nur um Münzen zu sammeln. Aber die 100 Münzen sind eh jetzt abgeschlossen. Jetzt kann man das hier auch ohne Safe State probieren. Ja, geht eh. Du geh weg. So, hier rüber. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil hier der Kamerawinkel ein bisschen komisch ist. Hallo, mein Freund. Das ist jetzt nicht dein Herz, oder? Das war klar. Und dann muss ich so sterben, oder? Er war zu dämlich, diesen Dreisprung auszuführen. Das sind am liebsten Momente, wo ich einfach safe stehen will, wenn mich das einfach nur abfuckt.
Rutsch einfach an der Kante ab. Rutsch einfach an der Kante ab. Doch, Safe State hier, das kann nicht sein. Und schon wieder daneben. Alles klar. An was prallst du bitte ab? Danke. Jetzt fall ich runter, oder was? Danke. Dachte schon. Rematch gegen King Wump. Almost the top. Wenigstens den Stern, wo wir safe state sind, das wäre sie mal. Wenigstens ein Stern in der Welt, hier, wo wir safe state. Wenigstens ein Stern. Da bin ich zufrieden damit. How high can you get? Ja, gucken wir das mal, wie hoch ich kommen kann. Nein.
sind die lächerlichsten und unnötigsten Tode, die es gibt. Er rennt mit 0 km/h gegen die Wand, prallt ab und fickt sich selbst in den Abgrund. Das ist jedes Mal so lächerlich. Geh weg. Hier irgendwo ist jetzt eine Flugkappe, ne? Hä? Irgendwo hier muss ja hochgehen, ne? Hier oben. Was ist das? Wie oft fickst du heute noch die Wand nieder, Mario? Nicht dein Ernst. Knall gegen eine Box und knall wieder runter. Ist klar. Muss der genau jetzt kommen? Eigentlich in eine andere Richtung. Geht doch. Danke. So, dann gibt es hier drin noch einen Hinster in dem Level, so wie es. Very well hidden star. Und zwar war der, ich glaube, unter der Anfangsplatte, ich glaube, man brauchte da die Wingcap. Ja. Ich sehe gerade nicht die Plattform. Aber ich meine, das war so eine. Und das ist aber hier unten. Ich weiß nicht mehr, irgendwo war eine Plattform auf jeden Fall. Ich drück schon wieder B, das kann's nicht sein! Tick hier gleich noch aus, nee, er macht das jetzt im nächsten Part, sehe ich schon, es sind schon 30 Minuten. Ich krieg hier gleich noch aus, Roster. Bevor das passiert, sehen wir uns im nächsten Part, also, bis dann und auf Wiedersehen.